könnten doch vielleicht nochmal irgendwann noch komplett zurückgehen, ne? Hier auch mit dem Gerät hier, Hymne des Sturms. Den Kollegen haben wir ja auch schon gefunden. Die haben viel zu tun. Danke, Alina. 5-1-4-2-3, ja. Ding Dong, also auch wieder ein tolles Geräusch, ne? Dann doch eigentlich für mich lieber Haylisten. Diese Maske, das Horrorcat missbraucht, die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Kostet es, was es wolle, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean und der Canyon. Was wollte Tay uns damit sagen? Ich wette, er meinte die vier Gebiete außerhalb der Stadt. Du findest sie im Norden, Süden, Osten und Westen. Aber was meinte er mit die vier, die dort warten? Ich habe keine Ahnung. Wenn er nur rascher zum Punkt kommen würde, solltest du einfach losziehen und es herausfinden. Geradewegs durch dieses Tor führt dein Pfad direkt in die Sümpfe. Okay, also er sagt uns, also das Spiel sagt uns, wo wir hin müssen. Und Tür nochmal vielen Dank, dass du auch hier folgst. Das ist wirklich sehr lieb. Ist das ein Blind Empfang nur? Das ist für mich eigentlich blind, Alex, ja. Es ist eigentlich für mich blind. Ich hab's das letzte Mal gespielt, als ich ein Kind war. Also bei Release. Ocarina of Time kam ja 98, wann kam Majora's Mask? 2000. Da war ich 10. Lass mich mit 10 und, oder 11 nochmal gespielt haben. Da so ein Dreh. Hat das Glück durch meinen Vater, dass er auch Zelda-Fan ist, dass ich das immer durch ihn spielen konnte. Okay, mal kurz sammeln. Wir könnten nochmal ins Gasthaus gehen. Oben am Turm. Durch die Bande sehe ich uns nicht. Ah, okay. Komm, wir gehen mal zum Frosch. Markus Alt, ja. Ja, von der Zahl her schon. Ja. Ja, doch. Ah, zu viel müssen wir auch noch. Genau. Dann sind schon alle Haare rausgefallen. So, hallo. Ich weiß nicht. Knapp 500, würde ich sagen. Mal gucken, was der Frosch macht. Stark, ja, immer weiter, ne? Nee. Moin, Onkel Prodi, schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Hab gesehen, dass du geschrieben hast, werde ich noch drauf antworten. I'm sorry. Haben wir nicht noch einen Song bekommen? Spielst du da? Ja, genau. Das ist Zelda Majora's Mask. Links, rechts, unten. Okay, das ist lieb, dass du es auch so siehst. Danke. Okay. Den Frosch können wir also auch nicht befreien. Ach so, müssen wir die Fee wieder jetzt wieder zusammensetzen? Ja, oder wenn wir zur Fee wollen? Wirst du immer live? Montag bis Donnerstag. Ab 19 Uhr circa. Momentan dreimal die Woche Zelda. Und einmal Kebab. Chef-Simulator. Ah, wirklich toll. Gute Stelle. Ruhe, ja? Bin da, hau rein. Gute Nacht. Schlaf gut. Was ist denn jetzt, wenn wir mit denen reden? Wir sind jetzt ja ein Mensch. Hey, Lerle. Okay, das ist nichts Neues. Hör mal hier hin. Was sagen die jetzt hier? Wie alt bist du? Du kommst nicht aus der Gegend. Warum trägst du solche Klamotten? Warum? Hä? Was? Weshalb? Gibt's denn Probleme? Falls ja, sagt nur unseren Bombern Bescheid. Willst du was über die Bomber erfahren? Ich kann mir jetzt einfach mit Fröschen reden. Ich würde jetzt schon fast behaupten, es gibt eine Froschmaske. Hehe, du darfst es aber niemandem verraten. Jeder Bomber hat ein Notizbuch, da wird es verwendet.
Finde Menschen in Not und füge ihren Namen und Bilder ein und es ist nur Platz für 20 Leute. Okay. Müssen wir also nachher noch entscheiden, wenn wir da reinpacken. Versprich ihnen zu helfen. Vermerke Versprechen mit Aufklebern. Halte dein Versprechen immer ein. Hast du ein Problem gelöst? Okay, Jubelaufkleber, ja. Entferne keine Aufkleber. Sie helfen dir, dich an die Sorgen der Leute zu erinnern, bis jeder glücklich ist. Vergiss nie diese Regeln. Die Bomber sind eine geheime Bruderschaft. Du darfst es niemandem verraten. Kann ja auch sein, dass wir nur 20 Leuten helfen müssen. Kann auch sein. Wie gehen wir erst, Sophie? Ich habe ein Schwert. Stehen geblieben. Hast du etwas am Meer zu erledigen? Außerhalb der Stadtmauern lauern unzählige Gefahren. Ich kann es einem Kind nicht ein Schwert? Ich bitte um Verzeihung, werter Herr. Es war falsch von mir, sie wie ein Kind zu behandeln. Von der Schädelbucht aus hat man einen herrlichen Blick aufs offene Meer. Seien Sie trotzdem vorsichtig. Okay. Mach ich. Wie alt bist du? Kommst du nicht aus der Gegend? Warum? Okay. Warum nicht? Wieso? Weshalb? Warum? Oh Gott. Bin gerade beim Post austragen. Bitte warte ein Weilchen. Das wird irgendwann auch super wichtig wegen den Zeiten. Jackie, vielen Dank für die 20 Bits. Dankeschön. Zeit für Bits. Kamen heute noch keine. Dankeschön. Können wir hier gegenschlagen? Bringt nichts. Dieses Zentrum bietet fachkundigen 24 Stunden Einzelunterricht. Der deine Kampfkünste deutlich verbessert. Von heute an gilt bis zum Ende des Karnevals ein verbilligter Tarif für alle Schulungen. Also wirst du es versuchen. 1 und 10, okay. Ist dem so? Bedauerlich, wahrhaftig bedauerlich. Da ist die Frage, gehen wir zur Bank und holen die Kohle ab oder suchen wir sowas? Bevor du fragst, ja sorry, ich frage ja nicht mehr, lass dir schmecken. Ist gleich fertig. Du hast jetzt die Chance, die für nutzen Rubine all deine Wünsche zu erfüllen. Wähle drei Nummern, wenn sie gezogen werden, gewinnst du 50 Rubine. Nur einer kann gewinnen. Nein, danke. Und bist du Bielefeld-Fan? Du bist neu hier am Morgosee? Na gut. Am Morgensee kann man nichts sehen. Es bringt dir nichts, da zu sein. So, gehen wir mal zum Pfee. Was ist immer am Morgensee? 10% gespart mit dem Emotionscode pro 10. Den letzten Krog kannst du bewundern. Der Hund. Der Randstrand. Komm zurück, Aline. So, das ist die Schönheit wieder. Hallo Laura, wie geht's dir? Ach, und eben noch. Genov, danke für den Lurk. Danke, danke. Oh, Taya und du, junger Freund. Hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ach so. Mir geht's gut und dir geht's auch gut. Deine Nachfrage. Die Spitzen sind, ja, spitz. Oh, junger Freund. Vier Tempel beherrschen das Land. In ihnen findest du verirrte Feen, wie ich einst eine war. Ich bitte dich, finde diese Feen und bring sie zu ihren Quellen zurück. Auch sie werden sich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Erlaube mir, dir ein Geschenk zu überreichen, welches verhindern wird, dass die verirrten Feen vor dir Angst haben. Wir bekommen
Wie ist das bei euch? Eben war ein heftiger Sturm. Ah, was heißt heftig? Es war schon ordentlich, aber der ist jetzt weg. Okay. Eine wunderschöne Fee. Besuche mich jederzeit, wenn die Strapazen deiner Reise zu schwer auf deinen Schultern lasten. Dun, 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 dun. Sarah, bitte noch 22 Minuten, ja? Jetzt endlich trocken, du warst mitten im Sturm unterwegs. Wo habe ich eigentlich meine ganzen Masken? Es gibt einen... Oh, okay, verstehe. Okay, chillig. Chicky, du bist nicht neu. Bei mir Feuerwehr blau dich die ganze Zeit mit ein paar Safe-Bäumen umgeknallt. Nach deinem Dorfleben, ja, das stimmt. So gehen wir jetzt hier rum. Jackie, war das eine Hommage an Hackbällchen mit Aussicht auf Pipapo? Was sagen die denn jetzt? Was willst du, du Rotzel? Stör mich nicht, während ich übe. Okay, egal was ich anhabe. Ja, war es. Okay. Ist angekommen. Wir gehen mal kurz zum Schwertmeister. Ein richtiger Rutzel. Dann werden wir kurz so im Baumarkt und zack. Komplett nass. Rutzel? Ist das so wie so ein Rotzbengel auch? Irgendwie Umgangssprache dafür vielleicht? Dojo des Schwertmeisters. So. Anfängerkurs. Der Anfängerkurs. Welches Zelda spielst du? Majora's Mask ist es. Der Nachfolger von Ocarina of Time. Bevor du dein Schwert ziehst, werde ich dir die Grundlagen des unbewaffneten Kampfes beibringen. Ich beginne mit Ausweichsprüngen, nachdem du Z gedrückt hast. Okay. Falsch. Links oder rechts, alles klar. Nun kommen wir zur Rollattacke. Drücke Z zum Zielen und danach A nach vorne. Fang an. Hallo? Nun über den Rückwärtssalto drücke. Okay. Man bekommt ja also wirklich die Steuerung erklärt. Wahnsinn. Prima, der Baumstamm ist nun dein Gegner. Stell deinen Schwertkunst an ihm unter Beweis. Als erstes über die Horizontalattacke drücke B. Okay. Falsch. Ich hab nur B gedrückt. Oh, bei dieser Attacke brauchst du nicht zu zielen. Jetzt irgendwie die Vertikalattacke. Oh, und jetzt zielen, okay. Slash Jackie. Ich habe deine Sinfonie noch nicht geschafft zu schauen. Ging er leicht hinterher. Rennt er nicht weg. Rennt er nicht weg. Kommt ja alles auf YouTube. Versuche dich an einer Stoßattacke. Zuerst Z, um nach Zielen. Und danach musst du nach vorne bewegen und B drücken. Okay. Zu guter Letzt studieren wir die Sprungattacke. Dazu musst du zuerst zielen und dann A. Okay. Gut gemacht. Vergiss nicht, was ich dir bisher gelehrt habe und denke an deine täglichen Übungen. Übrigens, durch Drücken von R kannst du dein Schild einsetzen. Wusstest du das? Danke dir, Bray. Danke dir. Aber man bekommt es beigebracht, bevor man rausgeht. Das ist ein richtiger Service. Ich merke, jetzt ist das, was Schild tragen können. Wir können das Schild tragen. Was für ein Geschmack, Birgit? Windschokolade. Was soll ich jetzt hier mit dem Hund? Schau mich an.
Schau mich an, Hund! Werf mich nicht an. Ist auch kleiner. Krass, hätte ich jetzt nicht behauptet. Den können wir nicht angreifen. Marco, ich habe dir einen Kuchen gebacken. Stimmt, die Statue auch noch. Guter Call. Hast du den Speicherpunkt aktiviert in der Stadt? Ist das dann auf die Statue wieder bezogen? Ach so, Max, welcher Geschmack? Du kannst deinen Fortschritt speichern und hier aufhören. Lass die Datei nochmal, ist mein Bild neben deinem Namen. Dies zeigt an, dass du bei einem Wiederöffnen des Spiels an dieser Stelle zu dieser Zeit und deinem jetzigen Status fortsetzt. Vorsicht! Öffnest du diese Datei und drückst Reset, ohne vorher in deiner Statue gespeichert zu haben, geht dein Fortschritt verloren. Ja, okay. Das Ding ist... Speichern werden wir hier rüber. Bei dem anderen Zelda-Teil war es halt so, dass er das nicht gespeichert hat. Ja, also das... Da hatte ich einfach das beim ersten Mal einfach nur aus Vorsorge mal gemacht. Bei Ocarina of Time hat das im Emulator nicht geschafft, den Spielstand zu speichern. Deswegen werden wir es auch weiter hier drüber machen. Blau. Ah, nur wegen dem Rücklicht, okay. Man kam das Spiel raus, kennt davon gar nichts, 2001. Oder habe ich jetzt wieder gelogen? Ja, 2000. So, April 2000. April 2000, ja. April 2000. Welche Vereine unterstützt der Borussia Dortmund? Und dann brauchst du auch, sobald du das Lied der Schwingen bekommst, oder wie das heißt. Okay, mal schauen. Kommt ihr dann noch? Ocarina of Time kam 1998. Kuchengeschmack, alles lecker. So können wir nur Nusshasen entschieden. So ein Mittler. Eigentlich teuer, aber weil Osterreste 50%. Ah, geil. Da muss man zuschlagen. Da muss man zuschlagen. Also, wir können raus. Wir haben die Fee gemacht. Wir haben mit den Jungs mal gesprochen. Gehen wir denn jetzt doch schon raus? Spiele die mit der Zeit rückwärts. Wir müssen zum Gasthaus. Oh, hier war ich auch noch nicht. Hieß die Milchbar. Ah, die war das letzte Mal, war die zu. Ach, den Kollegen kennen wir auch. Verständlich, Alpha. Die Bar öffnet erst abends, mein Herr. Nur Mitglieder haben Zutritt, ohne ein Zeichen der Mitgliedschaft können wir leider keinen Eintritt gewähren. Ich bereite gerade alles vor, solange sie mich nicht dabei stören, können sie gerne bleiben. Hallo. Was starrst du mich so an? Moin Jackpot, ich grüße dich. Ich habe mir auch noch Geschenke rumliegen. Ich glaube, die habe ich mal mit einer Insel verpackt. Ach lol, das kann sein, ja, ja. Was geht? Wir haben eben mal Majora's Mask angefangen. Wilder Ritt. Glaube ich dir, ich kenne solche Geschichten. Alle durch, ja. Siehst du, als wäre die Show abgeblasen worden. Es gibt eigentlich für sie keinen Grund mehr hier zu sein. Ich will etwas trinken. Ich bin ein Kunde. Na dann, Kunde, die Bar öffnet um 10 Uhr abends. Warten Sie bis dann. Und außerdem, diese Bar steht nur Mitgliedern zur Verfügung. Wer keinen Beweis für seine Mitgliedschaft vorweisen kann, darf nicht rein. Na gut, dann will ich keine Milch, ich möchte nur hier sitzen und ein bisschen nachdenken. Ist der da eingebaut? Ach, schade. Schade, war sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zeig mir nur ein ruhiges Plätzchen, wo ich ungestört bin. Fein. Seid mein, Gast. Ah, bitte hier. Hallo Jonas, ich grüße dich.
Eine alte Geschichte von mir. Ich habe eine Geschichte, die ist ungeklärt bis heute. Ich habe eine Geschichte, also das ist so der Ananas-Fall von How I Met Your Mother. So eine Geschichte habe ich auch. War ich damals noch mit meinen Eltern in Urlaub. Das war in Kalamilor. Und mein Bruder ist ja nicht mehr mitgefahren, durfte ich einen Kollegen mitnehmen. Kollege gefragt, kein Thema, ist mitgefahren. Und an einem folgenden Abend sind wir in einen Bar gegangen, Club, Bar oder Club kann man sagen, sind wir gegangen. Und es war so eine hier All-You-Can-Drink-Party, ne? Irgendwie 22 Euro Eintritt und dann durfte man bis 1 Uhr morgens einfach, ja, trinken, was man möchte. Wir haben natürlich nur Saft getrunken. Und irgendwann kam ich dann halt Gespräch mit anderen Leuten, wie es halt so ist, wenn man so zu zweit unterwegs ist, man quatscht dann immer mit anderen Leuten. Hab mich dann halt irgendwann, ja, verquatscht mit einem. Dann habe ich mich umgedreht, da war der Kollege halt weg. Weißt du, ja, ist ja kein Problem, vielleicht sind wir draußen oder so auf Klo. Halbe Stunde war der weg. Probiert anzurufen, geht nicht dran. Nochmal probiert anzurufen, geht nicht dran. Gar nichts. Dann, ja, bin ich zum Hotel gegangen, das war zu Fuß. Halbe Stunde circa. Dann wurde mir noch, ja, hatte ich auf einmal Magenprobleme. Irgendwas so, musste ich mich vom Hotel nochmal kurz hinlegen. Neben meinen Magenproblemen. Und ich hatte die Zimmerkarte, ne? Ich hab mir halt voll die Sorgen gemacht, wo ist der, was macht der, was ist mit dem passiert? Ich erreiche ihn halt nicht, ich hab ihn da auch nirgendwo gefunden. Und ja, bin dann halt ins Zimmer mit der Hoffnung, dass er da vor der Tür sitzt. Nö. Der war im Hotelzimmer. Ich hatte die Karte. Der kann sich an nichts erinnern, er wusste nicht, wie er in das Zimmer reingekommen ist. Ist er von felsenfest ausgegangen, dass wir zusammen dahin gegangen sind. Absoluter Filmriss, also wir haben nur Saft getrunken. Woher das kommt, weiß ich nicht. Jackpot, dir eine gute Schicht, viel Erfolg. Und wir haben es halt nie rausgefunden. Das war danach halt auch noch ekelhaft, aber das will ich aber nicht erzählen, also ich hatte dann nachts nochmal Magenprobleme, wollte das aber dann wegmachen und hab mir dann seine Decke genommen oder so. Vielleicht hab damit dann halt meine Magenprobleme halt zugedeckt und bin dann wach geworden morgens und dann war halt wieder nicht da. Er war halt nicht da. Du zockst Majora's Mask ja heute angefangen. Und dann dachte ich, ich hab das alles geträumt. Der ist immer noch unterwegs. Ey, wir haben da Putzfrau 20 Euro gegeben und so, ne? Also, auch wenn man halt dann so verkommen war. Mit 18, mit 17 hat man dann schon erkannt, dass es assi war. Warum trinkt man so viel Saft? Ja, was zu der Zeit einfach nötig war, so viel Saft zu trinken. Sagen wir es so. Ja, und auf jeden Fall lag er dann in dem Nebenraum auf so einer kleinen Couch. Die, keine Ahnung, ich glaube, die wäre auch zu klein für Alina gewesen. Und wie so ein Embryo lag er halt dann da. Aber wir haben nie herausgefunden, wie er in das Hotelzimmer gekommen ist. Wie er nach Hause gekommen ist, mit wem und. Sarah, ich grüße dich. Vielen Dank für den Support. Kennt ihr das? Ihr habt euch was zu essen gemacht, weil Hunger. Das Essen fertig und euer Hunger ist weg oder kleiner geworden? Ja, safe, kenne ich. Auch wenn es mir nicht ansieht. Ich habe keinen Kölsch, das ist richtig. Ja, ja. Danke, gerne sagen. Jetzt bin ich natürlich durch die Quatscherei jetzt wieder komplett hier raus. Wo wir jetzt am besten hingehen. Genau, ins Gasthaus. Oh mein Gott. Wir gehen ins Gasthaus. Ballon können wir auch noch hingehen, Troom. Aber wo war das Gasthaus? Da muss ich, also, überall mal kurz einmal drin gewesen und dann ist es wieder weg. Das Gasthaus?
Alles klar. Hier haben wir wieder eine Schießbude. Zur Schatzkiste. Ach du Heilige. Hoffentlich finden wir auch wieder Wahrheit. Weißt du, Alina ist klein. Okay, ich sag mal so, bei den Bombern hier, bei der Bombertruppe wäre Alina als einer der größten. Bei der Glocke. Bei der Glocke, die habe ich eben mal gesehen. Unten war das nicht, aber hier vielleicht. Magst du Basketball? Ja, eine Zeit lang war ich eigentlich so ein Fan von Basketball. Was gerade da? Ach du Heilige. Da ist die Glocke. Und laut 1,63. Wie groß? Ich bin 1,83. Jetzt müssen wir noch warten bis morgens, ne? ...1,66, 1,68. Oh, süß. Oh, du, wie klein. Ne? Also, Ballon. Ah, true. True. Ah, ich glaube, ich weiß auch, wo ich hingehen muss. Pass bloß auf, sonst verbinden wir uns. Oh, Zwergeaufstand. So. Hat Puffs auf die Stirn. Da musst du aber vorher noch einen Hocker holen. Woher weißt du immer, wo du hin musst? Können wir das nie merken, wer da was erzählt? Ey. Das ist gerade wirklich mehr Glück als Verstand. Orientierungstechnisch bin ich auch wirklich schlecht. Wann gehst du schlafen? So gegen 12:30? Oh, hallo. Wer ist er denn? Gott. Ich mach doch gar nichts Verbotenes. Wirklich nicht. Ich bin 1,83. Warst du spät, ja. Das sieht ein bisschen zass aus. Also wirklich, ich würde es eigentlich gar nicht sagen, so Richtung Pedo, ne? So wirkt das doch gerade auf mich. Ah, das ist schon krass, wenn ihr so sagt, weil, warte mal so bis 1 Uhr. Das würde ich ja... Das würde bei mir dann nur zufällig passieren, dass ich um 1 Uhr mal hier bin, aber nicht gewollt. Jetzt hat eigentlich perfekte Größe. Okay. Gerne nicht verraten, Dümo. Gerne nicht verraten. Ach schade, ich dachte, wir können ein bisschen austricksen. Punkt, danke für den Support. Sako heißt der ganz miese Halunke. Oh, wer ist er? Im Boden. Verzeihung, bitte. Oh, okay. Okay, der hat sich auf Kinder abgesehen. Autsch, pass auf. Halt, Dieb! Gib bei der alten Dame sofort ihre Tasche zurück! Können wir ihn nochmal angreifen? Ich danke dir, du hast ihn vertrieben. Jetzt können wir in unserem Laden endlich größere Bombentaschen anbieten. Vielleicht stelle ich sie schon morgen ins Schaufenster. Ich muss dir wohl danken. Dies ist zwar eine gefährliche Maske, aber du kannst damit auf dem Karneval dein eigenes Feuerwerk machen. Wieso denkt für den Support? Du hast die Kabum-Maske erhalten. Ordentlicher Wumms deiner Umgebung. Der Preis dafür ist allerdings ein Teil deiner Energie. Ja.
an alle Kunden interessiert mal wieder, was haben wir jetzt hier hochgeladen. Danke, dass du mir geholfen hast. Pass auf dich auf. Ah, jetzt verstehe ich, Aline. Jetzt verstehe ich es. Okay, wir haben eine Maske bekommen. Danke dafür. Sehr nett, sehr nett. Was willst du, Rotzel? Die Masken sind irgendwie nicht so beeindruckend für die. Selber Rotzel, du Rotzel. Weißt du, wer ein richtiger Rotzel ist, der Max? Okay. Achso, wir mussten eigentlich noch bis 8 Uhr warten, wegen dem Gasthaus. Und dann würde ich eigentlich wieder die Zeit wieder zurückspielen und dann rausgehen. So ist jetzt gerade der Plan. Ich wüsste jetzt nämlich nicht, warum ich eine andere Maske noch anziehen sollte, wieder hier reinzukommen. Da waren wir ja auch schon. Man hätte auf dem Baum... Ah, keine Chance bis jetzt noch da ranzukommen. Vielleicht geht's schon, aber nicht verraten. Aber hier rutscht man halt runter und ich weiß noch nicht... Kann man jetzt, oder kann man hier hochklettern? Ach, er kann da hochklettern. Nevermind, alles klar. Wie weit bist du schon im Spiel? Adrian, gar nicht weit. Wir haben vor 2,5 Stunden circa angefangen. Wir sind super am Anfang. Ich habe noch 3 Herzen. 3 Tage sind das erstmal jetzt gerade vergangen. Ja. Wirklich am Anfang. Easy first try. Da kommt... Okay, das würde ich gerne wissen. Wenn ich die Dekomaske anhabe, kann ich dann auch hier hochklettern bei den kleinen... bei der Stelle hier? Hätte ich hier hochspringen können? Ihr Bärchen Hunger. Nein. Ich rutsche. Was für eine wilde Animation. Aber wir rutschen doch trotzdem runter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich falsch mache. Der Bray hier, der... Ah, lol. Man muss aber nur besser laufen. Hätte ich es mit ihm schaffen können? Okay, ich komme mit ihm hoch, aber wie hätte ich sonst darüber kommen sollen? Ich wüsste nicht, wie ich jetzt dann da weiterkommen würde. Einfach auf 22 Uhr laut Atomo gewartet. Ja, dann Maske ausziehen, aber ich dachte, es ging mir darum, dass wir das hätte eben auch schaffen können. Als wir uns noch nicht zurückverwandeln konnten. Zu den Bomben rein. Ich hoffe, das ist hier irgendwo. Ich folge hier einfach mal. Bürgermeister. Eben konnte man im Laden die Bombentaschen kaufen. Eintopf 8 Uhr. Echt zum Bombenversteck nochmal? Hätte ich jetzt nicht gemacht. Bombenbuch habe ich, ja. Oh, das wurde mir erklärt. Nee, ich habe es nicht bekommen. Ich habe es nicht bekommen. Nee, es wurde mir nur erklärt, was es ist. Aber nicht im Gasthaus die...